Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man 2. Ich bin wieder da und habe unglaublich Bock, hier jetzt weiter zu spielen. Ja, hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Mega Man. Und meine Maus ist im Bild, aber ich weiß nicht, ob man sie sieht. Deswegen werde ich sie trotzdem mal eben aus dem Bild rausbewegen. So. Weiter geht es bei Let's Play Mega Man 2. Und wir haben schon wieder die dämlichen Vögel, die ohne Ende Waffenenergie droppen. Ich muss mal eben schauen. Wir sind jetzt in der Dr. Wily Stage. Beziehungsweise, ja, nicht in der Dr. Wily Stage, sondern in einer der Dr. Wily Stages. Und wir haben beim letzten Mal die Heatman Ability bekommen. Und die Quickman Ability. Und die Quickman Ability macht uns erstmal ganz eklig rosa. Und dazu können wir einen Quick Boomerang abfeuern. Und dieser Quick Boomerang, der macht anscheinend... Ach doch, der kostet Waffenenergie, aber nur minimal, wie es aussieht. Okay, ich sollte vielleicht nicht unbedingt stehen bleiben. Och, leck mich. Aber gucken wir mal, was dieser Quick Boomerang... Boomerang. Und dieser Quick Boomerang, was er bringt. Oh, wir kriegen erstmal... Ja, natürlich! Wir kriegen mal direkt zwei Leben in den Arsch geschoben. Alter. Ja, ich habe mich ja beim letzten Mal darüber beschwert, dass wir das Spiel im... Ja, so gesehen, Normalmodus angefangen haben. Okay, was heißt wir? Eigentlich habe ich es angefangen. Und das ist das Spiel irgendwie sehr einfach gemacht, aber ganz im Ernst, das ist doch Verarschung hier. Ich meine, die Vögel, die töten uns nicht, sie heilen uns eigentlich. Was ist das hier? Hier muss ich wahrscheinlich hoch. Okay, nehmen wir Item Nummer 2. Item Nummer 2. Da. Ne, Item Nummer 1 war das, oder? Blüps. Blüps, genau. Hopp. Okay, wir sind hier auf dem Aussichtsturm von Dr. Wily. Auf seinem... Was ist das hier? Sein Observatorium. Oder irgendwie sowas in der Art, keine Ahnung. Und da unten sind wieder diese komischen... Ich weiß nicht mehr genau, wie ich sie genannt habe, aber mit unserem Quick Boomerang des Terrors werden wir sie mit Sicherheit besiegen können. Boomerang des Terrors! Ja, wir kriegen sie zwar nicht so unbedingt gut tot, aber dafür kriegen wir lauter andere Scheiße in den Arsch geschoben. Ach, gehen wir einfach mal weiter. Aber ernsthaft, was meine ich als in den Arsch geschoben kriegen? Meine Fresse. Ich meine, ja gut, wir sind rosa. Das sorgt vielleicht dafür, dass unsere Gegner etwas freundlicher zu uns sind, weil sie denken, ach, wir sind rosa, wir können uns keine richtigen Klamotten leisten als Mega Man. Deswegen sind wir ein armes Schwein und müssen verschont werden, keine Ahnung. Aber irgendwie finde ich das komisch. Nehmen wir mal wieder Item 1, was war das? Das ist das gleiche. Ne, Moment, natürlich ist Item 1 das gleiche. Item 2 meinte ich. Oder Item 3? Ne, genau das ist. Was zur Hölle? Oh, danke. Oh, fick dich. Oh, leck. Moment. Nein. Das Leben will ich haben. Moment. Warum kriege ich zwei Leben, aber habe jetzt nur noch eines? Mino understands es. Mino gar nicht understand. Egal, nehmen wir unsere Todes-Boomerangs hier. Alter. Ja, nimm es mit. Und füllen wir damit mal Item 1 auf. Danke. Wenn wir es von vornherein weiter oben starten lassen, ungefähr hier, dann können wir direkt mal darauf gehen. Okay, lass mich raten. Item Nummer 3 ist ein Item... Das ist so eine Plattform, die sich irgendwo dran schmiegt, oder? Nee. Moment, nochmal. Was ist Item Nummer 3 für ein Scheiß? Hallo? Ja, genau. Danke. What the... Sag mal, kommt man da überhaupt dran? Ach so, von hier... von hier aus. Okay, das war ja überhaupt gar nicht schwer zu erraten. Nehmen wir Item Nummer 1. Hopp. Und drauf. Und ihr Item Nummer 1, du darfst gerne wieder weggehen. Ich würde gerne wechseln. Nehmen wir unsere Metal Blades. Das war... Nein, das war... Zeit anhalten. Okay, das hat sich total gebracht. Ja. Schön, dass man das auch nicht wieder abstellen kann.
Ja, so haben wir mal eben unsere Zeit verschwendet. Okay, was waren die? Nee, Metal Blades sind M, oder? Ja, natürlich. Hier ist unser Leben. Stylische Sache. Hier geht's wieder runter? Fragezeichen? Wahrscheinlich. Item 1? Nein. Oder können wir hier dran springen? Nee. So. Und? Ah, Moment mal, damit kommen wir gar nicht so weit nach oben, oder? Nee, zumindest nicht mit dem Dingen. Dafür brauchen wir möglicherweise Item Nummer 3. Item Nummer 3. Mann, was ist denn Item 3 für ein Kack? Okay, Item Nummer 2. Okay, Item Nummer 2 geht hier gar nicht, oder? Immer ohne Witz, wie komme ich da oben hin? Okay, das geht alles nicht. Töten wir nochmal den Kollegen hier. Oh, mit Metal Blade, das geht besser, oder? Alter, mit diesen Quick Boomerang Dingern, da brauchst du 7-8 Schuss und Metal Blades 1 Schuss. Krasse Scheiße. Ja, komm, spawn mir mal irgendwas Schönes. Ja gut, warum nicht? Obwohl ich eigentlich was anderes haben wollte, nämlich... ja, ungefähr, genau nicht. Ja, das sieht schon besser aus. Einmal für Zeit. Danke. Und noch einmal für Item Nummer 1, glaube ich. Danke. Das ist so einfach. Das ist unglaublich, wie einfach das ist. Wenn man das vergleicht, Mega Man 1 und Mega Man 2. Mega Man 1 war wirklich, wirklich schwer, finde ich. Und Mega Man 2, das ist einfach so... oh, danke. Irgendwie so pissig, so komplett anders. Weiß ich nicht, ob sich irgendwelche Leute damals, als das Spiel rauskam, beschwert haben, dass Mega Man so unglaublich schwer ist. Wobei, alle NES-Spiele waren damals so schwer. Nicht nur Mega Man. Stirb! Stirb, habe ich gesagt. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Das nehmen wir mal für... auch nochmal für Zeit anhalten. Aber sonst, ich kapiere das nicht. Ich kapiere nicht, warum... das so leicht ist. Vielleicht bin ich auch einfach nur so geskillt. Wobei, nee, ich glaube nicht. Aber was mir auch noch gesagt wurde... von... ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war. Einer meiner Zuschauer. Ja, tolle Erklärung. Dass ich diese Metal Blade sogar schräg schmeißen kann. Oh Gott, er kann sie sogar... er kann sie auch schräg werfen und dann auch noch durch den Boden. Kann sie auch nach unten werfen? Unglaublich. Ey, was ist das für eine Imba-Waffe? Ohne Witz? Aber gut. Benutzen wir die Imba-Waffe. Oh, die fliegen auch noch so Kilometer weit, Alter. Hier geht's jetzt nach oben. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, was für einen Endboss wir hier haben. Ach, verkrüppelte, dreckige, verkrüppelte. Wir brauchen hier, glaube ich, eins. Oh, oh, eins. Okay, mehr als drei gehen nicht. Ich verstehe. Ich verstehe ganz doll. Man kann mehr als drei von den Dingern nicht gleichzeitig legen. Also muss ich mich beeilen. Eins. Zwei, drei, lele. Okay, nee, bessere Idee. Viel bessere Idee. Ich weiß nicht, ob es geht, aber ich versuch's einfach mal. Item Nummer 2, etwas höher, rüber. Ach nee, das geht nicht, verdammt. Ich wollte über den ersten einen zweiten noch setzen, aber das geht nicht. Ich kann aber auch nicht wechseln. Was ist, wenn ich ihn von Anfang an ganz hoch setze? So hoch, wie es nur geht. Ungefähr so hoch. Dann komme ich da nicht mehr drauf. Das ist sehr intelligent. Mega Man, versuch's nochmal. Vielleicht doch nicht ganz so hoch. Ungefähr. Nein. Ja. Und jetzt. Hopp. Nein, das geht nicht. Schade. Mir geht auch gerade so leicht die
Ja, doofes Dingen. Doofes Dingen, doofes Sprungfeder. Sprungfedergegner. Stirb. Was zur Hölle? Okay. Ich bräuchte aber trotzdem so ein bisschen Zeug. Hitze. Nehmen wir mal Hitze. Einmal runter. Einmal wieder hoch. Also, wie wertlos die anderen Waffen nicht alle sind. Was war A nochmal? Oh, das bringt alles nichts. Hier, Leaf Shield. Leaf. Oh, jetzt klingt das Telefon. Einen Moment, Leute. Ich hab Telefon. Ich hab immer Telefon, wenn ich Telefon nicht will. Einen Moment. So. Da bin ich wieder. Das Telefonat ist vorbei und wir haben jetzt auch nur 3 Tage später. Nee, ernsthaft. Ich glaube, ich habe so ganz leicht ein bisschen zu lange telefoniert und konnte danach theoretisch direkt ins Bett gehen. Und naja, das habe ich auch gemacht. Aber nur so viel dazu. Machen wir weiter mit Mega Man. Ich glaube, ich wollte hier hoch und wusste nicht genau, wie ich hier hochkomme. Beziehungsweise doch, wie ich hier hochkomme, wusste ich schon. Nur nicht, wie ich da rüberkomme. Und deswegen wollte ich jetzt nochmal meine Energie aufladen. Ja. Und ich glaube, genau da war ich gerade bei. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch genau das. Ich glaube, hier war so ein kleiner Gegner. Genau hier. Gehen wir doch mal wieder runter. Naja, Moment, da war auch einer. Töten wir den, der hat es auch verdient. So, ja. Ja gut, danke, das brauche ich auch. Aber das war jetzt nicht unbedingt das, was ich eigentlich haben wollte. Versuchen wir es nochmal. Moment, den konnte man noch am besten mit den Bubbles töten, oder? War das nicht so? Auf jeden Fall verfolgen sie ihn, dann gehen sie die Treppen runter. Ja, wie dem auch sei. Gehen wir auch die Treppen runter und töten das andere Viech nochmal. Kann man hier runterschießen? Ja gut, auf eine gewisse Art und Weise schon. Ja, das geht sogar. Man muss nur den richtigen Moment abwarten. Ungefähr jetzt. Danke. Das hat mir aber überhaupt gar nichts gebracht. Sehr vielen Dank dafür. Oh Mann. Kann hier nicht irgendwo Energie liegen? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, hier ist das mit der Waffenenergie schon etwas spärlicher als in den ersten Leveln. Zumindest sieht das Ganze danach. Nein, oh Gott, ich wollte das gerade mitnehmen. Nein, tauschen. Tauschen vorher. Vorher nehmen wir die 1 mit. Okay, und hoffen, dass es jetzt reicht. Ich hoffe ehrlich, dass es jetzt reicht. Aber gucken wir uns das vorher nochmal an. Wir müssen da hoch. Ganz an die Kante gehen. Ja, das war so ungefähr ganz die Kante. Ich gebe mir gleich ganz die Kante. Und man muss echt total schnell machen. Muss echt total. Okay, versuchen wir es. Hopp. 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 Ach. Aber Moment mal, das geht doch gar nicht mit rein, oder? Das geht doch gar nicht mit rein. Nehmen wir nochmal unsere Bubbles. Töten wir den noch. Ah, der haut ab. Okay, vergiss es. Aber man kann zwischendurch auch nicht wechseln. Wie geht das denn? Das verstehe ich gerade nicht so ganz. So schnell bin ich doch gar nicht. Oder muss ich in dem Moment sogar schon springen? Im Sinne von zap, zap, zap und das geht nicht. Nope, das geht nicht. Okay. Och, du dödliches Mistvieh. Weißt du was? Hier, komm. Geh kaputt. Gib mir nochmal Energie. Danke. Nehmen wir die 3 nochmal dafür. Ich verstehe gerade echt nicht, wie ich da rüberkommen soll. Eine Frage, die sich die Welt fragt. Ja, wie komme ich in Mega Man 2 über diesen Abgrund hier? Aber ist es das Dingen? Das fällt einfach nur runter. Das ist auch super. Aber ich kann in der Zeit auch nicht wechseln. Bedeutet, wenn ich den hier nehme und ihn etwas weiter oben installiere. Ja, genau, ungefähr so. Und ihn etwas weiter oben in die Luft setze, dann komme ich da aber auch nicht rüber, oder? Weil ich da gar nicht drauf komme. Hopp.
Ja, Sir! Nee, nie im Leben. Oder, ich habe eine andere Idee hätte ich noch, aber ich glaube, diese andere Idee, die geht nicht. Aus dem Grunde, weil ich dafür nicht genug Zeit habe. Ich hätte sonst noch gedacht, ich nehme die 1 und warte, bis der erste wieder so gesehen kaputt geht, bevor ich den nächsten nehme. Weil ich kann ja nur 3 Stück gleichzeitig aufstellen. Das würde aber bedeuten, ich stelle den ersten auf, warte einen Moment, den zweiten, den dritten und jetzt den... Nee. Okay. Interessant. Wie komme ich da hoch? Ja, danke. Ist besser als gar nicht, würde ich mal sagen. Nehmen wir das mal mit. Immerhin 2. Aber ich muss mich nochmal eben so ein bisschen aufladen. Aber andere Items habe ich auch nicht. Geh kaputt. Lebensenergie. Ja, das nehme ich auch gerne mit. Danke. Und dann unser Kollege hier nochmal. Unsere Dödelfeder. Genau, das wollte ich haben. Sehr gut. Und nochmal versuchen. Irgendwie muss das so aber machbar sein. Wir können davon aber nur 3 Stück aufstellen. 1, 2, 3 und... Oh, wow, okay, danke. So geht es. Es geht nur nicht gut. No way! Das sind Augen-UFOs oder irgend so eine Scheiße. Nee, die schießen aber nicht. Oh, okay, die fahren nur. Oh, wenn ich hier nochmal runterfall, also dann sehe ich das Liga-Spiel. Wie ganz im Ernst, hier will ich nicht nochmal runterfallen. Was ist hier denn? Gar nichts, ey! Nee, ernsthaft, was ist hier? Ich nehme mal eine andere Waffe. Beziehungsweise ich nehme mal überhaupt eine Waffe. Nehmen wir mal Heat. Oder, Moment mal, was war A nochmal? Ach, dieses Windzeug. Okay. Nehmen wir mal das Windzeug. Hopp! Wo bin ich hier? Was mache ich hier? Bin ich hier richtig? Hallo? Ach, okay, doch. Oh, nee. Yeah, ich nehme was anderes. Ich nehme Metal Blades. Ich weiß, was jetzt kommt. Daran erinnere ich mich noch. Jetzt kommt der Drache, oder? Ja, ich glaube, jetzt kommt der Drache. Oh Gott. Oh ja, Autoscrolling beginnt. Autoscrolling beginnt und der Drache kommt. Ich muss hier weg. Uah, lala. Okay, sie helfen. Was zur Hölle? Moment. Die Dinger, die helfen nicht. Ich muss was anderes nehmen. Warum ist mein Inventar grün? Das sieht komisch aus. Heat. Heat hilft immer gegen Drachen. Wenn man hilft, Hitze gegen... Ja, das hilft sogar irgendwie. Ja, das hilft! Es hilft! Heat! Heat! No way! No! Wow, 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 way! Wow! Einmal noch! Einmal noch! Was? Das ist scheiße, ist leer! Das darf nicht wahr sein! Powerbeam! Powerbeam! Oh, okay. Okay. Habe ich gewonnen? Ja, okay, ich habe anscheinend gewonnen, stylisch. Den habe ich mir jetzt einfach schwieriger vorgestellt, denn an den Drachen konnte ich mich noch erinnern. Boah, zum Glück habe ich den geschafft. Merkwürdige Musik. Die überhaupt gar nicht klingt wie meine Autoalarmanlage. Der zweite Level der Dr. Wily Stage. Und die gleiche Musik. Ey, das ist stylisch. Ohne Witz. Und er spawnt again. Und er spawnt again. Yeah. Ja. So ein Sprungfeder-Typ hier ist hier wieder. Moment mal. Ach, wir werden nicht aufgeladen. Wir werden nicht aufgeladen. Was möchte... Wow, okay, das war gerade merkwürdig, aber hat wunderbar zum Beat gepasst. Was wollen wir denn wieder aufladen? Bubble oder Heat? Oder Item 1? Oder die Metal Blades? Nee, ich glaube, ich lade Item... Nee, ganz im Ernst, ich lade Item 2 auf. Ich glaube, das ist jetzt gerade wichtiger.